Hallo ihr Lieben, es geht weiter. Eine neue Folge ist jetzt dran und das ist so ein Mix aus verschiedenen Sachen. Zuletzt habe ich euch ein Video hochgeladen, wo ich gezeigt habe, dass ich wochenlang hier nichts getan habe, bis auf ein, zwei Tage, aber es ist echt schon lange her. Wir hatten auch seit August sehr, sehr schlechtes Wetter und so weiter und so fort. Da möchte ich aber jetzt nicht nochmal einfallen in diese Thematik, sondern das Video findet ihr da oben. Ich habe mega viele tolle Kommentare gegeben. Es ging ja nicht um meinen Garten, es ging auch darum, für die Leute, die es interessiert, Waschmittel aus der Natur herzustellen. Und zu diesen Dingen habe ich gleich noch ein bisschen was zu sagen und noch was hinzuzufügen, aber das dann gleich. Bleibt dran! Ansonsten geht es heute noch um Momo, das ist mein Nachbar gegenüber. Da habe ich noch ein paar alte Aufnahmen von Anfang der Gartensaison. Die habe ich ein bisschen unterschlagen. Jetzt knallt die Sonne mir voll ins Gesicht, da müssen wir kurz durch. Ja, es geht einmal um Momo, es geht einmal noch um die Kommentare und für alle Interessierten, die nochmal genau eine Anleitung haben wollen, also wirklich mit Zeigen und so weiter, wie man das Waschmittel macht aus Efeu oder Kastanien mit dementsprechenden Tipps und allem, was ich aus den Kommentaren frisch rausgefischt habe, weil da kamen super viele bereichende Kommentare. Das heißt, da gibt es heute nochmal eine Zusammenfassung. In der heutigen Zeit leben wir natürlich unter Leistungsdruck, um einen gewissen Perfektionismus und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich habe unter meinem letzten Video Kommentare wieder gefunden, die unter aller Sau waren. Ziemlich respektlos. Und das hat auch dazu geführt, dass ich letztendlich zwei Leute sperren musste. Das kann passieren. Bisher bin ich sehr glücklich darüber, wie viel Glück ich habe. Was für tolle Kommentare ich die ganze Zeit kriege. Auch richtig lange Texte. Ich habe mir jetzt auch zuletzt sehr viel Mühe gegeben, darauf einzugehen und zu antworten. Aber ich komme kaum hinterher, also es hat mittlerweile auch eine Stufe erreicht, wo ich sagen muss, ich schaffe nicht mehr alles. Also ihr könnt euch sicher sein, ich lese alle Kommentare, ich habe es ja schon mal betont und auch gebührend und lasse das alles sacken und nehme das auch an. Ich finde das ganz, ganz toll, was ihr da draußen euch für Mühe gebt. Und was dieses Video anging, da ging es auch um Waschmittel, um Plastiksparen und da habe ich ganz tolle Kommentare gekriegt, die möchte ich euch jetzt einmal vorlesen. Andreas Landfunk hat geschrieben, ich wasche schon lang mit Efeu und Kastanien, da bin ich gerade beim Sammeln. Zur weißen Wäsche braucht es aber einen Esslöffel Waschsoda und da sollte man die Kastanien auch schälen. Als Weichspüler nehme ich Apfelessig, meine Waschmaschine ist damit richtig alt geworden. Konventionelles Waschmittel enthält viel giftige Chemie, hat weite Transportwege und belastet das Grundwasser, auch wenn man es im Karton kauft, was aber sicher schon ein guter Schritt ist. Waschnüsse verwende ich nicht wegen der langen Transportwege, denn Rosenkohl ist einfach halb verhungert. Bei mir ist der dreimal so groß, ist ein Starkzehrer und der mag so richtig viel Kompost und Jauche. Vor allem im Mai und Juni vielleicht haben sie dich auch als Kind mit der grünen Pampe gequält. Kurz mit Salz gekocht und dann mit Butter und Brösel schmeckt super. Oder die Röschen zerteilen und nur in Öl anbraten, Knofi dazu, das schmeckt dir vielleicht auch. Bio-Zitronen nehme ich im Geschirrspüler statt Klarspüler. Einfach ins Besteckkörbchen stecken, riecht dann auch gut. Auch der Geschirrspüler hat schon genug Jahre auf dem Buckel, scheint also nicht schlecht zu sein. Kaleidoskop Pachamama Love schreibt, Moin nach Husum. Ich bin auch eine von jenen, die seit Hobbitek anfängen, Jugend meine Wäsche mit Kastanien, Efeu und Waschsoda-Zugabe für Weißes reinigt und pflegt, sowie meinem Lieblingsduft Zitronenverbene dazu. Ich pflege meine Wäsche gerne und sie sieht tipptopp aus und riecht fein frisch. Ein Esslöffel Essigessenz im Weichspüler nimmt viel vom Kalk, macht sie also auch noch weich. Maschinenbeschädigung konnte ich bis dato keine feststellen, auch nicht an den Dichtungsgummis. Nochmal mit all meiner Wertschätzung für dich, lieber Lars. Es gibt derart viele Ego-Darsteller in der Garten-YouTuber-Szene, absolut keine Resonanz bei mir. Der Mehrwert fehlt so oft, wie ich dir immer wieder sagen mag. Dein Kanal ist enorm wichtig, exakt und genauso wie du bist, durchs Leben gehst. Denn Gemeinschaftswerte machen de facto den Unterschied in den Generationen für und Vorsorge. Herren Schwarze Taste und Ernst Winter und so weiter sagen in ihren zahlreichen Ausführungen auf YouTube 100% über sich, sowie ihr Ego agieren aus 0% über dich, dein Sein. Nun, lieben Gruß in dein wunderschönes Stück Hegeland. Kete K. schreibt, schönes Video, schöne Anregungen. Mit Efeu habe ich noch nicht versucht zu waschen, aber die Kastanien funktionieren ganz gut. Ich bin der Meinung, dass die Beduftung der Wäsche mit dem Öl noch ausbaufähig wäre, um mehr Menschen überzeugen zu können, so zu waschen. An die Beduftung der Industrie kommt sie wohl nie wirklich ran.
Da ich schon lange keinen Weichspüler und kein konventionelles Waschmittel mehr benutze, empfinde ich viele Menschen als überduftet. Somit riecht mir persönlich ein weniger starker Wäscheduft. Mir geht es da genauso übrigens. Meiner Erfahrung nach schadet ein Schluck Tafelessig im Weichspülerfach der Maschine nicht, sondern hilft, Verkalkung und üble Düfte zu beseitigen. Zitronensäure ginge auch, aber bei heißem Wasser bildet sie eine kristalline Schicht, die dann wieder schwerer zu beseitigen würde. Entgegen der Vermutung, die Wäsche rieche nach Essig, nach so einem Waschgang ist auch unbegründet, denn Essig verflüchtigt sich. Also eigentlich spricht nichts dagegen, so die Wäsche zu waschen, kostet ja auch weniger. Mir scheint, vielen kostet es jedoch ein Übermaß an Überwindung. Also weiter so, jeder, den du inspirierst, hilft unterm Strich jede Menge Plastik zu sparen. Ich hoffe, ich spreche dich jetzt richtig aus. Angelina Schokrina schreibt, hey Lars, dein Garten sieht ja noch richtig schön aus. Hier matscht eher alles zusammen, es fröstelt hier ja auch schon. Toll, dass du nun eine Malve hast, die kommt im nächsten Jahr wieder. Die kann richtig groß werden. Kastanien eignen sich nur für dunkle Wäsche, weiße sieht davon schmuddelig aus. Efeu habe ich noch nicht probiert, Duftöl nehme ich nicht. Ich nehme etwas Essig ins Spülfach, riecht man anschließend nicht, doch üble Gerüche entfernt er gut. Bei manchen Maschinen kann Essig die Dichtung angreifen, kommt auf die Dichtung an. Bei dir war zu viel Regen, hier zu wenig. Franzosenkraut wächst aber immer. Ich habe es fleißig aussamen lassen, gibt im nächsten Jahr dann viel zu ernten. Ganz liebe Grüße in den Norden, Angelina. Und zu guter Letzt, Hortus Andersgarten hat mir geschrieben, dein Garten strotzt vor Kraft und Fülle, schön anzusehen. Wir waschen auch mit Efeu und Kastanien, nicht regelmäßig allerdings. Efeu ins Wäschenetz, das geht schnell. Von Kastanien habe ich mir einen Vorrat Waschmittel angelegt, frische geschälte Kastanien gefittelt und dann geschreddert mit einer Küchenmaschine. Danach auf einem Blech gut durchtrocknen lassen, am besten im Backofen, zum Energiesparen nach dem Brot oder Küchenbacken. Kuchen backen, in den noch heißen Ofen stellen, so hält sich das Waschmittel sehr lange. Einen Tag vor dem geplanten Wäschewaschen etwas von dem Granulat mit lauwarmem Wasser ansetzen, am Waschtag durch Sieb geben und als Flüssigwaschmittel verwenden. Vorgestern habe ich Seifenkraut umpflanzen müssen, ein Teil der Wurzeln habe ich dabei geerntet, auch damit kann man waschen. Liebe Grüße aus dem Hortus Andersgarten. Mega Kommentare, oder? Total bereichernd. Ich konnte jetzt nicht alle zeigen, aber ich habe natürlich alle berücksichtigt unter dem letzten Video und werde die jetzt einfließen lassen in eine kompakte Zusammenfassung, wie ihr jetzt das Waschmittel selbstständig herstellt. Wir fangen mit Efeu an. Los geht's! Eine große Handvoll Efeu, ein 250 Milliliter Glas, ätherisches Öl, Bergamotte und ein Sieb. Ihr seht, ich bin mir fleißig bei, das alles mit dem Messer klein zu schneiden. Ja, ein bisschen Vorspulen macht dann schon Sinn. Dann stopfe ich das alles in das Glas. Nicht ganz so einfach, ein bisschen widerspenstig, aber es geht schon. Bisschen Geduld und dann finden auch die letzten Krümel ins Glas. Dann einfach wieder heißes Wasser rüber, Deckel drauf und zur Seite stellen. 4 bis 6 Stunden wird das Ganze dann durch einen Sieb gegeben, wie ihr sehen könnt. Dann könnt ihr es nochmal umfüllen oder zurückfüllen, wie ihr mögt. Bisschen ging daneben, ich weiß. Ein paar Tropfen von ätherischem Öl dazu, je nach Belieben, was ihr mögt. Deckel drauf und fertig ist das Efeu-Waschmittel. Reicht bei mir für 2 bis 3 Ladungen. Ich habe gerade mega Glück mit der Sonne, ist echt schön. Allerdings hat die mir auch gerade total ins Auge geleuchtet. War nicht so geplant, vorhin waren nur Wolken. Ihr seht das, verschwindet auch schon wieder. Dennoch, es geht jetzt noch um andere Sachen. Also einmal diese Ansicht, von unten nach oben gefilmt, ist nicht immer so einfach. Ich bin ein großer Mensch, ich hätte gerne ein größeres Stativ, aber die Dinge sind, wie sie sind. Und dann stelle ich das halt mal hier und da hoch und gut ist. Ne? Also, wo war ich stehen geblieben? So, wir waren gerade beim Waschmittel. Ich habe über Efeu-Waschmittel euch jede Menge zeigen können und die Informationen, die zu mir gefunden haben, euch da auch nochmal weiter transportiert. Wirklich vielen Dank für alle, die sich beteiligt haben und die wertvollen Tipps. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde das großartig. Macht bitte weiter mit. Jetzt aber, ja, kommt der Teil mit Momo, bevor wir zu den Kastanien kommen. Und zwar bei Momo war ich zur Anfangszeit, als der erste Spinat fällig wurde, ein bisschen mangoldig. Ich habe das nicht mehr hundertprozentig in Erinnerung. Und zu dem Zeitpunkt bin ich rüber zu Momo. Und Momo, der war ganz emsig und wollte mir viel zeigen. Und
Ach ja, er wollte auch ganz gerne mal mit auf ein Video, das weiß ich auch. Hallo Momo, wenn du das siehst, ich weiß, du siehst jedes Video von mir. Du bist jetzt dran, dein kleiner Gartenrundgang, du hast für uns ein bisschen was zu essen gemacht und das wollte ich meinen Zuschauern nicht vorenthalten, das ist auf jeden Fall jetzt dran. Ich freue mich, dass es endlich soweit ist. Los geht's, da lang. So, ich habe jetzt das erste Mal meinen Foodsharing-Stand befüllt, meine Auslage. Und drin gelandet sind als erstes nicht die Sachen, die ihr seht, sondern ich hatte schon eine Kiste mit Spinat voll. Da kam der Momo und sagte, komm, wir kochen. Und jetzt will er für mich kochen. Und in der Zeit habe ich jetzt gerade nochmal geguckt, was ich hier hinpacken kann. Das sind die Eiszapfenradieschen. Hier habe ich den bunten Mangold. Mangold Rainbow heißt er, nicht bunter Mangold. Und den gibt es, wie man sehen kann, in verschiedenen Farben. Das sieht man dann nachher, wenn die Pflänzchen aus dem Boden kommen, welche Farbe das wird. Und dann habe ich hier noch einen riesen Haufen Salat. Also wer auch immer hier als erstes vorbeikommt, ich glaub, recht verführerisch. Für mich wäre es auf jeden Fall so. Da ist der Momo. Der hat mich übrigens gerade drum gebeten, doch mal Foto zu machen, Video für YouTube. Und ich weiß, ich mache ihm jetzt damit eine Freude. Übrigens hier, so sieht das sieht auch voll toll aus bei ihm. Er hat natürlich einige Anbauweisen aus der Heimat mitgenommen. Er ist aus Syrien geflohen. Und die werden alle nicht so richtig was, weil hier halt andere klimatische Verhältnisse herrschen. Hier zum Beispiel mit der Kichererbse. Das sieht ein bisschen dünn aus. Er ist auch nicht zufrieden. Und dass halt so Paprika nicht in den Garten gehören, das musste ich ihm dann auch erklären. Auf jeden Fall, so wie er das vorhatte, schon vor den Eisheiligen hatte er Paprika am Boden. Egal, darum soll es jetzt nicht gehen. Nur mal ein kleiner Ausblick. Ich muss den Spinat kochen. Ja, da ist er. Er hat richtig Lust. Ich gehe jetzt aber doch noch mal einen kleinen Rundgang mäßig. Er hat Tomatenpflänzchen drin. Hui, ist das windig. Guck mal. So. Er hat die Sachen schon gewaschen. Da war nämlich noch mehr Mangold über und er kennt das noch nicht. Und ich habe ihm gesagt, das soll er zubereiten wie Spinat. Da haben wir jetzt eine ganze Schüssel voll. Momo ist ganz fleißig, es gibt noch Zwiebeln. Wird so ein Öl anbraten, mit, ne? Mit Olivenöl. Mit Olivenöl. Oh, das gute Olivenöl. Olivenöl. Na, Momo, willst du bei mir eine Kochsendung reinmachen? Mit Zwiebeln und Salat, alles zusammen kochen. Ja. Schmeckt sehr gut. Und ich hole noch und Kräuter. Gesund. Sehr gut. Ich hole noch Kräuter. Kräuter. Noch ein bisschen mehr. Ich hole was. So, während ihr Momo hinter mir ein bisschen rumtüdeln seht, der ist sehr emsig dabei, wie ihr gerade gemerkt habt. Der möchte unbedingt für mich kochen, er lädt mich so oft ein. Ah, Lars, mach doch eine Pause, komm rüber. Und ich sage so oft nein und heute habe ich mir so gedacht, so ich sage jetzt ja, vor allen Dingen, weil ich noch nicht so bei Kräften bin. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nichts gegessen. Ja, der Wind, ihr kennt das ja. So, und ich laufe jetzt mal zu mir und was können wir dem lieben Momo denn mal mitnehmen? Da gibt es ja so einiges, sag ich jetzt einfach mal. So, was macht er? Pilze, Mangold, Zwiebeln hat er, Knoblauch braucht er. Haha, ich habe zwar noch keinen durchgetrockneten Knoblauch, aber letztes Jahr super Erfahrung gemacht mit dem Knoblauch, den man direkt aus der Erde holt, ohne ihn vorher zu trocknen oder so. Und auch verfrüht, deswegen, das werde ich ihm auf jeden Fall mitnehmen. Oh, meine Kopfhörer hier. Zup. Ja, was brauche ich denn jetzt dafür? Ich würde mal sagen, das Schälchen hier. Und jetzt mache ich mich mal auf den Weg. Das ist irgendwie voll toll, weil ich habe das schon genossen mit Freunden die letzte Zeit. Jetzt hocke ich hier auf jeden Fall vom Maggi-Kraut. Ich verschwinde mal vor der Linse und lass mal wieder meinen Garten ein bisschen sprechen. Maggi-Kraut, ich weiß nicht, wie viel wir da brauchen. Wir brauchen nicht viel. Ich weiß, das ist immer sehr, wie soll man sagen, dominant. Und was in Gerichten hat. Ich mache jetzt irgendwelche ab. Oh, ich denke, die können wir gebrauchen. So, jetzt haben wir das. Denn Petersilie, können wir Petersilie gebrauchen? Ja, Petersilie können wir gebrauchen. Der wird sich freuen. Ich nehme jetzt einfach irgendwelche Kräuter mit und alle, die wir nicht brauchen, die esse ich so, weil ich das auch sehr gerne mag. Petersilie, da kann ja noch ordentlich mehr rein. Oh oh, ich darf die Pflanze nicht rausreißen. Zu spät. Okay, aber ich habe zum Glück noch mehr Petersilie. Koriander lasse ich mal weg, das tue ich ihm nicht an. Nachher spuckt er das aus. Seifig. Kann auch sein, dass es da schon mal so einen Tag gab. Hier haben wir aber Rucola. Rucola nehmen wir mit.
Oh, das riecht gut hier in der Ecke. Kommt gerade der Geruch. Oh, ist das schön. Boah, der riecht richtig gut. Da wir ja mit den Kräutern sowieso beim Kochen immer zum Schluss reingehen, habe ich gerade ein bisschen Zeit und nicht so die Eile. Er kann da drüben in Ruhe rumtüdeln. Da drüben haben wir noch. Ich finde, Rucola darf auf keinen Fall fehlen. Kann gar nicht genug drin sein. Und da kommt der Zoch im Hintergrund. Ja, hier habe ich noch ganz viel Rucola gesehen. Zack. Und zack. Cool. Meine Sonnenfalle liefert mir schon Kräuter. Ist das geil oder ist das geil? So. Was haben wir denn noch Schönes? Thymian? Boah, soll ich ihm die Schelle geben? Doch, ich gebe ihm die Schelle. Einfach alle Kräuter rein. Ihr kennt das zu Hause vielleicht auch. Einfach rein, worauf man Lust hat und irgendwie schmeckt es dann ja irgendwie, ne? Wenn man jetzt nicht so eine Katastrophe wie Koriander reinhaut. Was habe ich denn noch? Ich bin gerade ein bisschen reizüberflutet, weil ich so freudig bin. Übrigens die Kartoffeln, ne? Echt Bombe. Ich habe so ein bisschen Experiment hier laufen. Da hinten habe ich wenig Unkraut gejätet. Hier vorne mehr, man sieht schon den Unterschied. Und ich laber viel zu viel über die Kartoffeln. Zurück zum Thema. So, Kräuter. Dann hätten wir hier Minze, Rosmarin, Wollmilch. Wollen wir das hier? Ich muss auch mal dran riechen, ob das passen würde. Oh, das wäre schon geil, Thymian. Ich nehme hier mal einen Zweig mit. Na, oh, der ist aber hartnäckig. Okay, dann rubbel ich ihm mal ein bisschen die Blätter ab. So, funktioniert das doch gut. So, kann Momo gleich entscheiden, was er im Gericht haben will. Ne? Gut, okay. Was fehlt noch? Ich könnte jetzt noch Löwenzahn, so einen Scheiß mitnehmen. Das heißt, so ein Scheiß ist alles super. Oder Brennnesseln, aber da lasse ich den Momo jetzt mal raus. Hier ist noch Petersilie, Boric. Ja, und bei den anderen Sachen noch nicht so zeigens- und erwähnenswert. Ja, ich denke, das ist aber für 4 Kräuter. Das reicht doch, ne? Man muss das nicht übertreiben. So, gehen wir mal zum Momo rüber und überraschen wir ihn. Und lassen ihn mal ein bisschen dran riechen und so. Den Geschmackstest. Es wird spannend. Oder liegt Spinat auf dem Boden. Das ist aber hier nicht so toll. Der kommt gleich auf den Kompost. Gott, jetzt bin ich schon fast da. Und der Momo, der tüftelt hier ganz fleißig. Der ist ganz aufgeregt immer noch. Ich kenne ihn. Na Momo, wie weit bist du? Guck mal, ich habe Kräuter mitgebracht. Das nach dem Essen, nach dem... Am Ende. Ja. Ja, er weiß Bescheid. Wow, Wusa. Aber kennst du? Ja. Kennst du alles? Rucola. Was heißt das in Deutsch? Rucola. Rucola. Warte, ich gebe dir mal hier Essen. Ja, ich weiß. Kennst du? Schmeckt sehr gut. Maggi-Kraut? Guck mal. Was heißt in Deutsch? Maggi-Kraut oder Liebstöcke. Das bringe ich dir nochmal bei. Das helfe ich. Arabisch Jazir. Jazir. Kusbara. Kusbara. Baktunis. Eklil el-Jabal. Oh, er kennt alles. Und alle gesund. Für Männer, für Menschen. Ach, ja, hier. So, hier, pass auf. Jetzt das. Baktunis. Das ist Liebstöcke. Ich habe mich vertan. Das davor Petersilie. Petersilie. Jetzt Liebstöcke. Petersilie. Ja, Arabisch Bakdunis. Ja. Habe ich alles schon wieder vergessen, Momo. Ich kann mir so schwer Namen merken, aber das kann ich ihm nicht erklären. Ja. Das muss alles rein, oder? Schmeckt alles gut? Wie er möchte. Schmeckt alles gut? Oh. Das ist Salat. Das ist Zwiebel. Ganz einfach. Fünf Kopf schneide. Ja. Mit Öl auf dem Herd. Boah, da hat er was vor. Da hat man Verdauung was vor, würde ich sagen. Momo meint das immer gut mit Zwiebeln und so weiter. Und ich muss dann da durch nachher immer. Oh, das sieht alles gut aus. Ich finde das cool, dass er hier die Dinger entfernt, weil das stört mich immer an Essen. Er hat das komplett runtergenommen. Finde ich cool. Finde ich echt gut. So, ich lasse jetzt mal die Kamera aus. Ich habe drüben noch ein klein wenig zu tun und dann gibt es gleich Essen, denke ich mal. So, der Momo, wie ich schon sagte, ist ganz emsig. Ich hatte jetzt gerade angefangen, was zu machen. Das ist keine 5 Minuten her. Jetzt soll ich schon wieder zu ihm kommen. Jetzt soll ich filmen, wie er kocht. Und das darf ich euch ja nicht vorenthalten. Die Freude muss geteilt werden. Und noch mehr, okay? Naja, meine Verdauung wird sich freuen, Momo. Auf
dem her. So, während Momo noch fleißig am Kochen ist, beobachte ich diesen schönen Schmetterling, der ganz aufgeregt und auch emsig vor mir flieht. Oh, nee, ich hoffe mal nicht. Guckt euch den an. Schönes Tier. Du scharf oder ohne scharf? Bisschen. 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 Das wären wahrscheinlich hier Trauben oder so. Hecken. Oh, das sieht nach Erbsen aus, oder? Lauter Blumen. Das hier vorne kann ich nicht erkennen. Super, super viele Erdbeeren. Da sieht man auch schon schöne rote Hängenden. Dann hat er hier, oh, er hat ja selber richtig viel Rucola stehen hier, der hat sich wild ausgesehen. Auch gleich einen Schmetterling dabei. Wir haben hier richtig viele Schmetterlinge zurzeit. Ich denke mal, bei euch ist das nicht anders. Wow, der Salat. Wow. Richtig schick. Hier ist, glaube ich, überall Koriander, Petersilie, was weiß ich. Ja, die Tomaten habe ich euch ja schon gezeigt. Momo ist ein kleiner Künstler, der macht sich das Reich hier auch schön. Er ist mit mir zeitgleich quasi eingezogen in diese Kolonie. Ich weiß nicht, was das ist. Werden das Himbeeren oder so? I don't know. Sein Kartoffelacker habe ich auch schon gezeigt. Seine Kichererbsen auch. Was sind da vorne? Kann ich nicht erkennen. Auch Kartoffeln, oder? Nee, Bohnen. Das sind Bohnen. Hier wahrscheinlich rote Beete oder so, da war wieder ein Schmetterling. Wird auch Petersilie sein. Kann ja mal probieren eigentlich, ne? Definitiv Petersilie. Ja, und hier hat er irgendwie alles Mögliche. Von mir hat er einen Rhabarber gekriegt. Ich brauchte selber nur einen. Das sieht irgendwie nach Grünkohl aus, den hat er auch von mir. Da ist auch noch einer. Ach toll, da freue ich mich ja, dass die so riesig werden. Heftig. Ging ja lange davon aus, dass es Kohlrabi wird und ich konnte die Sorte nicht zuordnen. Da hat er auch noch eine Tomate. Ich denke mal, oh, da sind mehrere. Hier, da und da hinten. Und dann hat er hier vorne den Mais. Da hat er auch richtig viel von stehen. Ich weiß nicht, warum eine Spur frei ist, was er sich dabei gedacht hat. Na, hat er hier Kartoffeln vorne drin. Ich denke mal, das war keine Absicht. Das hat er einfach mal mitgenommen als... ja, wenn man da was ernten kann irgendwann. Frauenmantel wächst dazwischen. Ich weiß nicht, was das noch wird. Sieht so ein bisschen aus wie... Ne, haut nicht hin, die Goldrute. Könnte das werden? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das, also Topinambur wird es nicht sein. Ja, und auf der anderen Seite dann auch nochmal. Und dann hat er hier gemixt irgendwie Zucchini und die Kürbisse. Und dazu möchte ich gleich noch was anmerken, denn ich habe ja, da wo ich jetzt hingucke hinter euch oder hinter dem Handy, dort hatte ich ja ein Gewächshaus zur Verfügung, ein Teil davon, und das war beim Herbert, und mit dem Herbert habe ich über das Kreuzen von Zucchini und Kürbis geredet, und ja, was dabei rausgekommen ist, er macht wohl seit Jahrzehnten beides nebeneinander anbauen, hat sich noch nie was gekreuzt, er musste auch noch nicht ins Krankenhaus. Deswegen, das, was darüber gesagt wird, stelle ich jetzt einfach mal in Frage. Da kann man mal sehen, wie festgefahren Sachen sein können. Ob das jetzt noch an bestimmten anderen Umständen liegt, kann ich nicht beurteilen. Das muss man genauer analysieren. Aber das ist ja irgendwie mal ein Weckruf, die Dinge vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und zu sagen, okay, stimmt denn alles, was so gesagt wird? Oder ist das größtenteils nur Mythos? Also, ich denke, es gibt verschiedene Anbaumethoden. Und beim Kürbis und beim Zucchini, da hat er so viele Pflanzen nebeneinander, also nie Probleme gehabt. So, der Momo ist gerade noch fleißig am Kochen. Und ich freue mich gleich auf eine schöne Mahlzeit. Er hat mir gerade erzählt, wie wichtig er das findet, dass man Sachen, die man im Garten angebaut hat, erntet, kocht. Und das wollte er unbedingt zeigen. Am liebsten noch mit Rezept und Anleitung, so wie er auch schon angefangen hatte. Da habe ich ein bisschen bremsen müssen. Ich mache ja nur keine Kochsendung, sondern es geht an sich um den Garten. Ich hatte ja selbst auch schon so Kocheinheiten oder Entsaften dabei.
Das würde ich jetzt nicht mehr so ausdehnen. Auf jeden Fall nicht, nicht in solch einer Version, definitiv nicht. Ja, egal. Ich bin voller Vorfreude, dann ja, weiteres Essen aus meinem Garten mit ihm essen zu dürfen. Das ist schön. Zwiebeln hat er da noch mit reingebracht und das Öl und so weiter. Aber ich wette, das wird ganz spannend so. Also ich bin ja offen für irgendwelche neuen Gerichte. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen wegen Öl. Ich darf nicht ganz so viel essen, sonst kriege ich wieder Probleme. Nicht so schön, aber ja, ich kann ein bisschen Energie gebrauchen. Vielleicht kann ich ja später noch mal eine Portion naschen. So, zum Essen. Auf geht's, Essen. Momo war es letztendlich wichtig, auch mal zu zeigen, dass daraus Essen gemacht wird. Und das habe ich angenommen. Ich fand das total toll. Also die paar schönen Aufnahmen waren es doch wert, oder? Das war's zu Momo. Für alle, die noch fleißig Kastanien gesammelt haben oder generell jetzt noch welche liegen haben, die sollten jetzt weiter aufpassen, denn jetzt kommt das Waschmittel aus Kastanien. Aufgepasst, hier geht's lang. 5 Kastanien, in diesem Fall 2 Wochen alt. 2 verschiedene Nussknacker. Ein 250 ml Glas. Und ein Sieb. Ja, die Kastanien versuche ich gerade irgendwie klein zu kriegen. Es funktioniert nicht, die müssen weg. Jetzt kommen 5 ein Jahr alte Kastanien. Kriegt man ganz leicht mit dem Nussknacker geknackt. Dann hier auch mal eine frisch gesammelte, feuchte, die lässt sich sogar mit dem Messer schneiden. Dann tue ich das Ganze in das 250 ml Glas. Mach einmal heißes Wasser drüber und verschließe das mit einem Deckel und warte. Für den Geruch benutze ich ätherisches Öl Bergamotte. Nach 4 bis 6 Stunden könnt ihr sehen, da hat sich schon einiges gebildet an Schaum. Ich fülle das jetzt auch um durch das Sieb. Nochmal wieder zurück in das Behältnis meiner Wahl. Und nochmal ein paar Tropfen Bergamotte ätherisches Öl hinterher. Und das war's auch schon. Das Kastanienwaschmittel ist nun auch fertig. Reicht für 2 Ladungen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ist das nicht klasse, wie man aus der Natur Waschmittel für sich selber herstellen kann? Auch wenn das nicht für jeden von euch da draußen etwas ist. Ich zeige euch das ja immer als Option. Da soll sich keiner belehrt oder wie soll man sagen, bepredigt fühlen, sondern das ist immer alles frei bei mir. Ich bin auch nicht komplett nachhaltig lebend. Das ist alles etwas, was wir Menschen lernen müssen. Und wir sollten uns auch gegenseitig nicht verurteilen für jemanden, der irgendwas nicht so macht, wie man sich das vorstellt. Gib den Menschen Zeit. Step by step ist die Devise. Wir haben am Anfang angekündigt. Mein Garten lag lange brach. Ich habe lange nichts gemacht. Und die Sache war die, ich habe einfach Prioritäten gesetzt. Es gibt Sachen im Leben, die wichtiger sind dann als der Garten. Und ich wusste, den Garten kann man wundervoll sich selbst überlassen. Ja, und wie ihr sehen konntet in meinem letzten Video, Permakultur ist doch super, oder? Also wie viel Zeit man letztendlich hat, um zu reagieren. Klar, es sah alles ein bisschen wüster aus, die Gräser sind lang, Quäke, Unkraut und so weiter. Aber diese ganze Permakultursache ist ja auch ein etwas, ja, wie soll man sagen, einfacher angelegt. Also es ist gar nicht so schwer, das Unkraut da unten rauszukriegen. Und das passiert gerade. Ich habe endlich wieder diesen Drive und den Flow gefunden, hier im Garten durchzustarten. Und ich werde euch das allerdings in der nächsten Folge zeigen. Also ich habe schon ein bisschen was getan. Das enthalte ich euch jetzt vor und ihr könnt gespannt sein, wie es das nächste Mal aussieht. Und damit sind wir auch am Ende und ich sage vielen Dank fürs Zusehen, für alle, die bis hierher gekommen sind. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und für alle, die kein Abo dagelassen haben, einmal bitte Abo drücken. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze unterstützt und den Mehrwert erkennt. Und ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Raurus, euer Lars. Der Wind wird zu doll und weg. So, auch mal das irgendwie das Zubereiten mit drin haben. Das hat eben, dass ich mal das Zubereiten... Hungknoten... Yeah.